Lena hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten, als ihre Eltern bei einem Hausbrand verstarben. Lena selbst hatte sich in letzter Sekunde retten können. Aber ihre einzige Erinnerung an ihre Eltern ist eine schwarze Puppe, die sie in der Eile zu fassen bekam. Sie hatte diese Puppe von ihren Eltern zur Einschulung bekommen und nimmt sie nun überall mit hin, mit dem Gefühl, ihre Eltern würden sie so begleiten. Durch diesen Vorfall musste Lena zu ihrer Tante nach Gern ziehen, was für sie eine neue Schule mit neuen Leuten bedeutet. Ich habe das Vergnügen, euch Lena vorstellen zu dürfen und Lena wird dieses Schuljahr bei euch machen. Setzt euch sogar auf den Platz neben Sachen. Könnt ihr über Asymptoten dieser Funktion sagen? Durch die Tatsache, dass Lena die ganze Zeit mit ihrer Puppe herumlief, wurde sie von den anderen als seltsam aufgefasst. Sie fing an, sie zu mobben. Seid so gemein, ne? Denkt mal bitte darüber nach. Ganz ehrlich. Ich finde sie ja richtig komisch mit ihrer Puppe. Wie alt ist sie denn? Wünscht sie sich ja richtig krass. Sie passen sich perfekt zusammen. Ein Hilfe bei uns und andere. Du kannst gleich wieder rausgehen. Wir wollen dich hier nicht. Nee, verpiss dich. Oh, ich glaube, ich muss mal rausgehen. Hier stinkt. Boah, stinkt hier. Hey Leute, was soll das denn hier? Sie ist neu. Was macht ihr denn, bitte schön? Seid ihr alle total bescheuert? Lena und Sarah lernen sich immer mehr kennen und unternehmen einiges zusammen. Sie verabreden sich für den nächsten Tag. Das war alles nur ein Traum.